Bayerns Schülerinnen und Schüler in Bewegung bringen. Was braucht der Sport an unseren Schulen? Diese Frage hat die Freie Wähler Landtagsfraktion vor rund 150 Gästen im Bayerischen Landtag diskutiert. Denn immer weniger Kinder und Jugendliche treiben in ihrer Freizeit Sport. Dem Schulsport komme daher eine zunehmend wichtigere Rolle zu, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Freie Wähler Landtagsfraktion, Thorsten Glauber. Sport sei für eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen unverzichtbar. Dabei erinnerte sich Glauber auch an seine eigene Kindheit. Ich will damit sagen, dass der Sport für mich schnell eine Begebenheit hatte, mich in der Mannschaft so zu engagieren, dass wir gemeinsam gewinnen, aber auch, dass wir, wenn wir gemeinsam verloren haben, miteinander diese Niederlage gemeinsam durchlebt haben. Und damit will ich sagen, dass der Sport für mich selbst und ich glaube auch heute für uns alle eine Aufgabe hat, die integrierender wirkt, die für Seele und Geist ganz besonders ist. Und wenn wir diese Zeit des Sportes weder in der Schule noch neben der Schule haben, dann fehlt uns etwas. Die Politik stehe hier in der Verantwortung, geeignete Rahmenbedingungen für den Schulsport zu schaffen, so Glauber. Bis in die Mitte der 90er Jahre hinein, als es zu massiven Streichungen von Sportlehrerstellen kam, sei Bayern die Nummer 1 im Bereich des Schulsports gewesen. Das kann auch Glaubers Fraktionskollege, der bildungs- und sportpolitische Fraktionssprecher Günter Felbinger, bestätigen. Heute würden bestenfalls die Sportbasisstunden sichergestellt. Dabei seien Sport und Bewegung nicht nur wichtig für ein gutes Lebensgefühl, sie schützten auch vor Krankheiten. Ja, und meine Damen und Herren, lassen Sie mich es etwas plakativ sagen, das Klischee vom unsportlichen Einzelschüler muss auch korrigiert werden. Denn Sport und Bewegung wirken sich positiv auf die schulischen Leistungen aus. Sport ist ein Entwicklungsbeschleuniger und durch regelmäßige Bewegung werden das Denken, das Lernen und Behalten unterstützt. Studien zeigen eindeutig, dass Kinder, die über einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn verfügen, intelligenter sind als Kinder, die gar keinen Sport treiben. Insofern muss man eigentlich sagen, schlaue Kinder gibt es vor allem mit Sport und Bewegung. Dringend notwendig seien deshalb zusätzliche Sportlehrerstellen an den Schulen, um das Angebot entsprechend ausbauen zu können. Alle einschlägigen Anträge der Freien Wähler seien jedoch von der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag abgelehnt worden, erläutert Felbinger. Davon ließen sich die Freien Wähler aber nicht entmutigen. Dem Sport müsse unbedingt wieder eine größere Bedeutung in Schule und Gesellschaft zukommen, sagt Eva Gottstein, stellvertretende Vorsitzende des Landtagsausschusses für Kommunales, Inneres und Sport. Deshalb fordern die Freien Wähler eine im Lehrplan verankerte dritte Sportstunde und versprechen auch in dieser Frage, wie gewohnt, hartnäckig zu bleiben.